Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Stationeers mit euch und mir und so weiter, ne? Nächste Folge, nächstes Glück. Ja. Das ist quasi eine Direct-Anschlussfolge, wenn man so will, für mich, für euch leider nicht. Weil so lange am Stück euch das antun. Ja. Weiß ich nicht. Wie hat euch eigentlich die Primetime-Folge gefallen? Ne? Da gab es ja kein Feedback dazu. Ein bisschen nicht zumindest. Wir müssen mal Set Flatten machen. So ist doch gut. Kommen wir da nicht durch? Achso, wegen diesem geknackten Rohr hier. So, so sieht das doch toll aus, oder? So. Ja. Also. Sterling Engine, immer noch. Wir neue Anlagen entwickeln. Na gut, oder ich entwickle sie jetzt. Und ich hoffe, dass ich nicht der Letzte bin, der auf diese Ideen kommt. Ja, kann natürlich passieren. Muss aber. Was? Habt ihr auch gehört, ja. Moin. So, Leute. Jo. Kam gerade jemand im Discord dabei, ne? Und ich war leider nicht im Aufnahme-Channel. Desrum. Desrum, habe ich, kurz einen Break gemacht. So, und jetzt habe ich auch noch schnell eine Nachricht geschrieben. So, jetzt geht es aber wirklich wieder konzentriert dabei. So, jetzt haben wir die eine Sterling Engine angeschlossen. Haben wir das. So, jetzt besorge ich mir mal erstmal ein paar Chutes. Und werde die Chutes noch ein bisschen umlegen wollen sollen. Drei werden aber nicht reichen. Chutes. Chutes. 15 ein bisschen viel, ne? Ich sag mal so, 5 runter, 5 wieder hoch, müsste es ja reichen. Wir können das ja schon mal umlegen. So. So. Weil wir müssen ja unsere Rohre wieder drinne sind. Ja, stimmt. Wir haben ja gebreakt. Haben wir ja gebreakt und gebreakt. Gebrillen breakt haben wir. So. Das ist ja jetzt, sag ich mal, überhaupt kein Problem mehr. Wir haben ja einen Quereinwurf, wenn man so will. So, haben wir das. Ein noch. So, und dann haben wir den erstmal schon mal nach unten gelegt, damit wir für unsere Rohre Platz haben.
Oh, ich habe gerade ein total schickes Video gesehen. Aber naja, ihr wisst ja, ich habe immer Ohrwürmer parat. So. Schutz umgelegt. Wir sind vergnügt und froh. Bam, bam, ba, da, 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 da. Ich bin super gut gelaunt, gelaunt. So. So, so langsam allmählich kommen wir da doch hin, wo wir hin wollen, ne? So. So. Und jetzt machen wir eine schlaue Verschaltung. Oder wir wollen eine schlaue Verschaltung machen. Zwischen dem Input hier hinten und dem Output. Ne, weil das ist jetzt die Verschaltung und dann müssten wir den und den müssen wir uns nach vorne ziehen. Aber es wäre geiler, wenn wir das ein bisschen farblich machen. Wir machen es mal in Rot und Blau und heiß und kalt. Obwohl es alles Abgas ist, machen wir es aber trotzdem. So, in Rot. So, die Zwischenleitung, die mache ich in Yelp. Wegen, weil es mir besser gefällt. Yelp sitzt der Gasleitung und so. Richtig nice. Yellow Pillow. So, jetzt habe ich das, ne, so farbkonzeptmäßig. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es nicht alles nach hinten losgeht. So, da kommt jetzt blaues Rohr ran. So, das heißt. Im Klartext. So. So, da haben wir der Blue. Okay. Ja, Blue. So. Und dann brauchen wir noch da Red. Da Red. Red. Nicht Red. Ach, oh, gar nicht hier ins Ledet. Insulated, aber nicht zwei. Hört sich ja, aber nicht zwei. So, und dann machen wir nur so eine kleine Loop-Geschichte mäßig. Das heißt, ich werde
Also mein Plan ist ja, wir kühlen um Temperatur X irgendwie runter oder so. Weil irgendwie müssen wir Energie, die wir gewinnen, die elektrische Energie, die wir gewinnen, die müssen wir irgendwie, sag ich mal, entziehen. Ja. Das ist ja ganz klar so. Ja, wo war ich stehen geblieben? Und vor allem, wie kriegen wir die Energie in diese Batterie rein? Müssten wir eigentlich die Ladeleitung nochmal komplett rüberziehen? Das sind ja, keine Ahnung, 150 Heavy Cable. Natürlich eigentlich nicht so die Lust dazu, oder? Wir machen eine intelligente. Na, wir müssen gucken. Wir gucken erstmal. Wir werden die erstmal einfach nur an die Entnahmeleitung packen und gucken, wenn die jetzt eine Grundlast abfangen. Eine Grundlast von, guck mal hier, wir haben ja hier 6 kW, die wir locker ziehen. Das heißt, wenn wir nicht mehr als 6 kW hier aus diesen beiden Generatoren rauskriegen, was ja durchaus sein kann, dann brauchen wir Batterie gar nicht machen, weil diese 6 kW, die wir da speisen, die wird von der Batterie weniger genommen. Das ist so. Und somit haben wir das doch letztendlich auch raus, dass wir das so bauen können. Ne? Gut. Also, hier ist irgendwo. Oh! Es sind ja noch ganz andere Leitungen, die hier lang gehen. Auch rot. So, hier kommt jetzt die rote Leitung hinterher. So. Jeder. Stück für Stück. So, hier hinten muss ein Tank hin. Und der Tank muss natürlich isoliert sein. Das ist klar. Haben wir so ein Ding noch da? Nee, hier ist ein Liquid Tank noch, ne? Ein Insulated Tank haben wir nicht mehr. So, davon gerne bitte auch nur einen. Und dann brauchen wir natürlich noch die Abgasleitung. Die ist ja hier hin. Die ist ja da. Die gucken wir mal, ob wir die über einen kurzen Dienst nicht doch. Guck mal, die könnten wir über einen kurzen Dienstweg hier eben rübergezogen bekommen. Oder ja. So in der Richtung. Oder über einen längeren Dienstweg. Bisschen eingebaut, aber erstmal, ich würde sagen, ich würde fast vorschlagen, über einen Kurs, wir können die immer noch einbauen. Dass wir. Aber das ist eine gute Idee. Kriegen wir über einen kurzen Weg, kriegen wir die hier rangezottelt. Oder wenn denn richtig, ne? Eigentlich wenn denn richtig, oder? Guck mal hier. Wir machen das jetzt alles auf. Es ist ja letztendlich auch so. Was kostet die Welt? So, guckt mal. So, so löbt doch der Lachs. Der Lachs löbt doch. So. Hm.
müssen jetzt sowieso was machen. So, wo ist jetzt die kackbraune Farbe? Hinten irgendwo hingeschmissen. Oder habe ich die beiden? Die habe ich beide, ne? So, kackbraun. So. Das heißt, so, die gehen nach da. Also müssen wir tatsächlich nach da. So, weiter geht's. Aber der geht natürlich da und der geht natürlich da. Das heißt, ich müsste hier richtig, um da hinzukommen, wo ich hin will. Wie komme ich da überhaupt hin? Ich muss hier richtig in die Tiefe gehen. Wir versuchen das mal. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn man keinen Zugang dazu hat. Warum habe ich jetzt hier ein beknacktes Doorkit eigentlich bei? Hinten für die Schleuse vielleicht. So. Das ist ja nicht so einfach, Leute. Das ist ja nicht so einfach. So, das heißt, wir haben hier ein Set flattenmäßig. Das Set flattenmäßig ist hier aber nicht. Das Set Default. Und jetzt Set flattenmäßig. Genau. Können wir uns hier ordentlich bewegen. Und mal ein Rohr verlegen, ne? So, da will ich letztendlich hin. Ja, passt perfekt. Sauber. Sauber. Dann wollen wir mal das da schön lang legen. Den Kram. Aber wir wollen das doch schick haben. Das ist schon krass, also krank auch, wie die Base, sage ich mal, sich so krass auch entwickelt. Ja, mit den ganzen Leitungen und Unterflur und hin und her, das ist schon, also ich finde ja sowas immer gewaltig, Leute. Ich finde ja sowas immer gewaltig. Ich finde sowas immer mächtig gewaltig. Da bin ich. Das ist schon so ein bisschen auch, ne, überragend. Ja, wie viel Detailtiefe man doch in den Kram hier bringen kann letztendlich. Ja, und man muss sich eine Waffe machen, liege ich da lang. Also, das ist schon ein cooles Gefühl auch. So, Leute. Das heißt, wir haben jetzt rohrleitungstechnisch, sind wir erstmal auf einem guten Weg. So. Das passt schon mal. So, jetzt legen wir da den Fußboden wieder hin, damit das auch schon wieder passt. So. Nachbrenner nennt man das eigentlich, oder? Nennt man das nicht Nachbrenner, das, was wir hier bauen? So eine Art, ja. Nachbrennermäßig. Guck mal, jetzt ist wieder umgesprungen draußen. Klack. Wieder unsere 63,2 kW.
Unsere Batterie ist gefühlt voll. So, das heißt, hier muss ein Tank hin. Das heißt es prinzipiell. Ah, da muss ein Tank hin. So, und der kann eigentlich auch dahin. Der Tank könnte auch eigentlich da oben hin. Oder? Eigentlich ja, ne? Dann haben wir das perfekt ausgenutzt, sage ich mal. Nur die Nische noch frei. Nur das ist jetzt eigentlich blau. So blaues Rohr. Das ist jetzt eigentlich blaues Rohr. Denn damit machen wir nichts anderes als unsere Temperaturdifferenz zu stützen. Ne? Genau. Damit machen wir das. Unsere Temperaturdifferenz wird dadurch. So, haben wir alles Rohr schon wieder verknallt. 40 Rohr, haben wir 40 Rohr verknallt. Scheint so, ne? Ja, Kollege. Ich 40 Rohr verknallt. Das ist ja schon heftig auch. Wir wirklich nur so mehr einen Schluck Rohr liegen. 40 Rohr. Naja. Aber das war doch anders. 40 Rohr, da haben wir hier einfach unten was eingebaut an Rohr. Was einfach zugeschweißt. Nochmal nachgucken. Kann schon sein, dass wir da Rohr zugeschweißt haben. Ne, hätten wir es ja hier reingeschweißt. Hier oder da. Da haben wir es nicht reingeschweißt. Hm. Hey. Ja, ist ja gut. Nehmen wir da eine Seite da dran. Naja. Wird schon seine Richtigkeit haben. Kann ich mir zwar mal kaum vorstellen. So, ich lasse euch mal meinen Plan teilen. Und zwar, Attention, Attention. Wir schicken hier, oder wir haben hier Heißgas zur Verfügung. Wir haben hier Heißgas zur Verfügung. Dieses Heißgas, wenn die Maschine aktiviert, und dann werden die das, so, kurz unterbrechen nochmal. Und zwar, haben wir Heißgas zur Verfügung. So, dieses Heißgas
leiten wir durch die Maschinen durch. So, dann haben wir ein heißes Gas rot und ein nicht so heißes Gas blau. So, dann wird dieses Heißgas in der Hoffnung, dass wir damit Strom produzieren, wird einfach quasi dort abgebaut. Ja, so. Dann haben wir, was weiß ich, um jetzt mal Zahlen zu nennen, wir haben da 600 Grad. Warum das die 600 Grad ab zu 500 Grad? Diese 500 Grad heiße Gase leiten wir langsam und stetig von dem Blei, von dem blauen Rohr wieder ins rote Rohr und schicken die da nochmal durch und nochmal durch und nochmal durch. Bauen also einen kleinen Loop auf. Solange bis das Gas kalt genug ist. Ne? Und wenn dieses Gas kalt genug ist, leiten wir das von dem blauen Rohr mit braunem Rohr und letztendlich in unsere Filtration. Ja, das ist Plan A, den ich jetzt persönlich verfolge. So, und wir und die Maschinen sollen die ganze Zeit dieses rote Gas. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ich hoffe, das geht relativ schnell. Und ich hoffe, dass 2 Stirlings auch reichen. Ne? Es kann ja sein, dass wir mehr als 2 Stirlings brauchen. Ne? So, das ist der Plan. Ansonsten schalten wir einfach mehr in die Kaskade. Dann schalten wir nicht 2 Stirlings, sondern 4 oder 6 sogar rein. Das wird mein, also das Ziel, oh, wie ich das, also das hasse ich wirklich. Das hasse ich wie die Pest. Bin ich ehrlich. So. So, in der Hoffnung, dass die Maschinerie so, und dann baue ich jetzt mich hier irgendwo eine Steuerung da an dieser Säule. So, und dann müssen wir natürlich noch eine Überdruck-Notablassfunktion bauen von der roten, falls die rote mal so voll ist, erst in die blaue, und wenn die blaue denn genauso voll ist und wir das nicht runtergefahren kriegen, in die braune. Das heißt, wir müssen dort natürlich auch, wir werden die Pumpe, die das Blaue in das Rote pumpt, die werden wir, da werden wir eine Turbopumpe nehmen, die wir umkehren können. Das heißt, wenn der Rote einen gewissen Druck erreicht, dann pumpen wir vom Rot ins Blaue. Haben so eventuell auch schon eine Kühlleistung. So, und wenn Rot und Blau meinetwegen 40 Megapascal oder beide eben 50 Megapascal erreicht haben, dann pumpen wir von dem Blauen ins Braune. Das geht ja sowieso. Also das ist ja auch der Endplan. Das ist das Ziel. Das heißt, wir müssen das eigentlich nur schlau verschalten. Und dann passt es schon. So. Das ist mein persönlicher Plan, den ich hier habe. Dem ich auch quasi nachgehe. Also ihr seht schon, es ist nicht ganz wie soll ich sagen? Das ist nicht ganz so planlos, was wir hier machen. Also ich verfolge meine persönliche Strategie. Oh, das ist, glaube ich, gut gesagt. Ich verfolge meine persönliche Strategie. So würde ich es nennen. So, das heißt, ich habe jetzt hier auch Rohr. So,
So. So. Mensch, nu, fall runter da, Mann. So, jetzt haben wir hier die drei Farben, die drei benötigten. So. Den haben wir schön zwei Felder, um das Ganze zu verschalten. So nenne ich es mal. So. Sehr schön, ne? Sehr schön. So. Und dann haben wir nämlich noch genug Platz, um hier vielleicht noch mehrere Sterling hinzusetzen, falls das aufgeht, was ich mache. Und wir müssen natürlich gucken, wie verhält sich die Raumtemperatur und schaffen wir es natürlich dagegen anzustinken. Gegen die Hitze dieses Raumes, sage ich mal. Ne, das ist ja auch immer so. Achso, der ist da. Alles klar. So. Wir brauchen eigentlich nur zwei Pumpen. Zwei Pumpen und drei Messgeräte. Und dann könnten wir das tatsächlich damit steuern. So, zwei Pumpen und... So, und zwei brauchen wir. Eine Atompumpe. Denn es geht auch nur eine. Und wir brauchen eine Volumepumpe. So. Spuk aus. Klingel. So, das heißt, wir haben hier schon mal exzellent den Braun quasi fertig abgefrühstückt. So, passt auf den Punkt. So, und dann brauchen wir eine Turbopumpe. Die Turbopumpe muss ich leider von beiden Seiten... So, oben das rote Rohr, unten das blaue. So, oben das rote, unten das blaue. Aber so, genau, aber so. Denn das rote geht so, das kann ja gar nicht so gehen. Das heißt, wir müssen hier das Rote und das Blaue müssen wir dann noch drumherum führen. So. Ich bin schon wieder geschockt, dass es schon wieder 40 Rohre waren. Aber solange wir uns das alles easy leisten können, und noch können wir das, weil wir haben ja noch, ist es eigentlich auch nicht schlimm. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das vielleicht noch blau umgedreht kriegen. So.
Aber wir werden das hier, wir werden den da so rumschwingen. So rumschwingen, genau, und hoch, ja, so, so machen wir das. Wir werden den so rumschwingen, wir kriegen das, ey. Wir kriegen das ja nicht anders hin, sage ich mal. Wir müssen da noch vorbei. Den blauen, den lassen wir da durchgehen und dann ist es gut. Das wird schon passen. Da bin ich überzeugt von. Das wird schon passen. So. So. Dann kommt hier nämlich an der Ecke der Strom hoch. Geht hier hin, geht dahin und hier natürlich der Analyzer. Also ein Analyzer auf jeden Fall. Und da und da und da und dann müssen wir hier und dann kommt da oben noch ein Analyzer hin und dann ist es auch alles verstromt. Dann kommt hier auch irgendwo der IC kommt ja dann da an der Wand. Wäre natürlich geil gewesen, hätte ich die Verschaltung der Rohre nicht hier gemacht, sondern da. Bauen wir das alles nochmal um, weil denn, wenn ich die Verschaltung so mache, dann haben wir einen riesen Vorteil. Wir sehen die ganzen Pumpen zwar nicht laufen, aber wir können hier noch ein bisschen Display-Zeug hinknödeln, sodass man das von Weitem sieht. Auch Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich mache auch immer die Sachen doppelt und dreifach. Ne? Also das habt ihr auch schon gemerkt, wie ich fest von überzeugt bin. Das schon... Also es wird immer alles doppelt, dreifach und vierfach gemacht. Es ist so. Ist so, Leute. Aber wenn man es eben perfekt haben will, ne? Ihr kennt das doch selbst. Dann, ja, dann macht man es eben halt zwei oder dreimal. So. So, 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 so. Sehr schön. So, das heißt, die Verkabelung bleibt ja jetzt die gleiche. Wenn er mal bei Simon sein Kumpaner. So, so, wunderbar. Also das finde ich auch geil, dieses Set-Flatten. Das funktioniert super. So, das heißt, ich muss es allerdings eventuell umdrehen. Jetzt liegt ja die Kacke-Pumpe nämlich anders. So, nee, das kann ich ja gar nicht umdrehen. Das ist natürlich jetzt doof. Nämlich zwei Turbopumpen. Geht in dem Fall einfach nicht anders. Weil ich die Pumpe in Richtung... Gut, ich könnte auch in der Ecke mit dem Kabel hochgehen. Denn liegt das Kabel eben in dieser Ecke. Ja, das geht auch. Komm. So. Unten blau. Nee. Wir pumpen von blau nach rot, ja. Von blau nach rot. So. Nicht ganz.
Und zwar nicht ganz. So. Wegen dem Sensor, wisst ihr? Irgendwie muss ich ja den Sensor da noch hinkriegen. So, das ist 1, das ist 2 und das ist 3. So muss das jetzt auf jeden Fall dort ankommen. So. Wir holen mal noch, wenn wir jetzt schon so schnell unterwegs sind, das Rohr ab. So, und hier ist es auch eigentlich super simpel. Und schon habe ich mit der Kreuzung auch kein Problem mehr. Nein, das war auch falsch. So, 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 so. So. Perfekt. Perfekt. So. So, das heißt hier. So. Nein. Der biegt doch da gleich ab. So. So. Das war blau. Jetzt kommt Rot. Rot liegt nämlich da ab. So. So. Perfekt. So, jetzt haben wir das alles verschalten. So mäßig. So, jetzt kommen Energy-Leitungen dran. Kabel. Kabel über Kabel über Kabel. Einmal quer durch den Raum. Aber das ist ja relativ einfach. So, und den Boden können wir eigentlich zumachen, denn das ist erledigt. So. Ja, gut. So. Boden ist zu. Rohrverschaltung ist da. Oder fast da. Das letzte bisschen fehlt noch. Und zwar so. Ja, das ist so. So, und dann kommt jetzt da ein Analyzer ran, da ein Analyzer ran. Ne, hier kommt das Kabel durch. Da kommt ein Analyzer ran und da oben, ja. Zwei Analyzer. Wir müssen ja letztendlich irgendwie den ganzen Kram steuern. So, also. Genau. Wenn es geht, nur ein. Kein Iron mehr. Achso, wir haben ja umgebaut. Ich muss immer noch ein bisschen umdenken. So. Dankeschön. Eins, zwei. Druck davor, Druck dahinter. Und Temperatur natürlich auch.
So, nehmen wir mal die Kabelding. So. Endlich müssen wir hier eine Sicherung irgendwie einbauen. Oder? Da muss einfach nur irgendwo eine Sicherung hin. Wir brauchen da oben ein Doorkit, dann machen wir da oben das Dings und da oben machen wir dann die Sicherung rein. Und dann muss ich tatsächlich mit dem Kabel direkt von draußen hoch in die Sicherung und dann weiter, weil das ist so eine Quid pro Quo Geschichte, so eine rein raus mäßig, ne? Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. So, das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine Fuse. Ja, dann fusen wir mal ab. Fuse. Kit Kabelfuses. So, bitte noch eine. So. Und da müssen wir, das müssen wir einfach nur abfusen. So, und wir brauchen ein Door. Ja, das brauchen wir, glaube ich, so. So. So, und dann müssen wir nämlich das abfusen. Fuse 1 kW, Fuse 50 kW. Eine 50 kW Fuse. Und dann müssten wir ja der Kabelei hier drinnen eine eigene Bedeutung geben. Sprich, ob ja, dass man das Kabel hier drinnen von den Leitungen mit den Kabeln, die von draußen kommen, unterscheiden kann. So. So, und ab da nehmen wir nämlich gelbes Kabel. Müssen wir. Um das noch ein bisschen eindeutiger für uns zu gestalten. So. Hat auch was, das gelbe Kabel, muss ich sagen. Sieht schön aus. Schöne Bienenoptik. So. Seht ihr.
Dö. Genug vorbereitet. Platz für 4. Gut. Haben wir diese ganze Geschichte fertig. Und die hat sogar Strom schon. Nee, hat sie nicht. Da draußen fehlt noch 2 Kabel. Aber immerhin. Und schön Yelp alles. Schön Yelp. Yelp ist gut. Also alles verschaltet. So. Mechanischer Aufbau von unserer Nachbrenneranlage haben wir erstmal nicht fertig. So. Die müssen wir auch noch anschließen, ne? Die sollen ja, müssen ja dann auch noch ran. So. Cable. Feuer frei, ne? Aber nicht eins. 100, ja. Oh, das können wir so bleiben. Genau, 2. Drum, 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 drum. Nicht, noch nicht, noch nicht. Ne, von draußen noch anschließen. Zack. Und danach, wenn das funktioniert, dann müssen wir uns über unsere Luftverreinigungsanlage unterhalten. Und danach müssen wir noch zusehen, wie kriegen wir in unseren Eisraum die gleiche Luftqualität wie in dem Rest unserer Bar. Da liegt ja noch Kabel. Wieder nichts verkauft, ne? Oh, da steht ja einer. Na? Fertig mit warten? Ich sag dir, flieg weg. Gut. Macht er auch. Oh, Schluck Cashen nehmen, ne? Oh! Haben wir schon wieder eine ganze Folge durchgeknallt hier, war. Aber in unserer Basis ist es aber auch gemütlich und kuschelig. Da kann man schon die Zeit verbringen, ne? Nachbrennermäßig. Wenn wir mal unsere Ultra-Premium-Anlage am Laufen haben, denn, oh, das wird so geil. Glaubt mir. Na, hast du schon mal ein Stückchen Kabel für mich?
Ja, so finde ich das schön. So ist doch toll. So. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Haben wir da also auch Dampf und Daten und alles. Wir müssen uns jetzt bloß noch Gedanken machen. Oder ich muss mir, aber das werden wir noch sehen. Eigentlich müsste ich ja schnell noch. Also, ich baue jetzt noch ein IC. Auf jeden Fall. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin gespannt, wie das am Ende wird, ob es funktioniert und so weiter und so fort. Bleibt dran, Leute, bleibt dran. Ansonsten gerne Daumen nach oben, ne? Freue ich mich riesig und tschüssi.